Artikelnummer SCP-354. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Bereich 354 wurde aufgrund des festen Standorts von SCP-354 um es herum errichtet. In Bereich 354 sind Streitkräfte und D-Klasse-Personal stationiert, welche geschult wurden, um mit den Bedrohungen, die von SCP-354 ausgehen, umzugehen, sowie Forscher, die SCP-354 und seine Eigenschaften studieren. Zur eigenen Sicherheit ist es Mitarbeitern vor Ort untersagt, sich jemals SCP-354 zu nähern. Direkte Interaktion mit SCP-354 ist nur erlaubt zur Erforschung einer möglichen Terminierung von SCP-354. Diese Erlaubnis darf nur von O5-Personal erteilt werden. Bereich 354 wurde errichtet, um alle Bedrohungen, die von SCP-354 ausgehen, einzudämmen und zu neutralisieren. Im Herzen von Bereich 354 wurde um SCP-354 herum eine 6 Meter hohe Mauer aus Beton errichtet, die mit Daten gelöscht verstärkt wurde, um zu verhindern, dass auftauchende Entitäten den Rest des Bereichs betreten. Hochgeschwindigkeitskameras mit Bewegungssensoren sind an der Mauer montiert und beobachten den Teich zu allen Zeiten. Bewaffnetes Wachpersonal ist es möglich, von Laufstegen aus direkt in die Kammer um den Teich herum zu feuern. Beschreibung: Bei SCP-354 handelt es sich um einen mit einer roten Flüssigkeit gefüllten Teich, welcher im Norden Kanadas entdeckt wurde. Die Flüssigkeit besitzt eine ähnliche Konsistenz wie menschliches Blut, daher rührt auch der umgangssprachliche Name Bluttümpel, ist aber nicht biologischer Natur. Der Teich verfügt über keine festen Ufer. Der Boden vermischt sich mit der Flüssigkeit bis zu dem Punkt, dass mehr Boden als Flüssigkeit in der Mischung ist und der Boden einigermaßen fest ist. Die Flüssigkeit wird dichter, je tiefer man eintaucht. Sofern der Teich über einen Grund verfügt, ist dieser zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht erreicht worden. In regelmäßigen Abständen tauchen Entitäten aus dem Teich auf und versuchen aus der Eindämmung zu entkommen. Bisher waren alle diese Kreaturen extrem feindselig und sehr gefährlich. Es wird angenommen, dass SCP-354 erstmals zufällig von Überlebenden eines Flugzeugabsturzes entdeckt wurde. SCP-354 hatte sich bereits lange vor der Ankunft und Eindämmungsarbeiten der Foundation zu einer lokalen Legende entwickelt. Nachdem das SCP-Personal die Quelle dieser Legende lokalisiert hatte, wurde Wachstation Epsilon-38 errichtet, um den Teich zu bewachen und Reisende und Wanderer davon abzuhalten, den Teich zu finden. SCP-354 wurde zunächst als Euklid klassifiziert, bevor seine weiteren Eigenschaften entdeckt wurden. Um 14.03 Uhr tauchte eine nicht identifizierte Entität aus SCP-354 auf. Der Kontakt zur Wachstation Epsilon-38 brach daraufhin ab. Das mobile Einsatzkommando wurde entsandt, um sich um die Entität zu kümmern und war schließlich erfolgreich darin. Das gesamte Personal der Wachstation Epsilon-38 wurde tot aufgefunden. Bereich 354 wurde anschließend so konstruiert, dass er SCP-354 umschließt. Dokument 354-1-A. Eine teilweise Auflistung der Entitäten, die vor Ereignis 354-20 aus SCP-354 aufgetaucht sind. SCP-354-1. Die Entität, die Wachstation Epsilon-38 zerstört hat. Aussehen glich einer riesigen Fledermaus, neutralisiert durch mobiles Einsatzkommando. SCP-354-2. Eine säugetierartige Kreatur, etwa von der Größe eines Bäres, die mit rasiermesserscharfen Stacheln bedeckt war. Vergleichbar mit einem Ameisenigel. Nahezu kugelsicher, konnte allerdings der Eindämmung um den Teich herum nicht entkommen. Mit Napalm neutralisiert. SCP-354-3. Eine schwarze metallische Kugel, die zur Levitation fähig war. Sie emittierte konzentrierte Strahlungsmengen in genau gerichteten Strahlen, welche ausreichten, um Menschen sofort zu verkrüppeln und den späteren Tod zur Folge hatten. Bereichsleiter Dr. schlug auf SCP-354-3 mit einem Vorschlaghammer ein und deaktivierte es so. SCP-354-3 detonierte im Anschluss, was zu leichten strukturellen Schäden führte und Dr. schwer verletzte. Dr. hat sich vollständig erholt und wurde für seine Tapferkeit gelobt. SCP-354-4. Eine humanoide Reptilienkreatur, ca. 4,6 Meter groß. Sie entkam sowohl den ummauerten Bereich als auch Bereich 354 insgesamt. Geschützfeuer verursachte nur geringfügige Verletzungen und war nahezu wirkungslos. Das mobile Einsatzkommando Omega 7, Büchse der Pandora, wurde entsandt und konnte die Kreatur erfolgreich neutralisieren. SCP-354-5. Daten gelöscht. SCP-354-6. Es handelte sich scheinbar um einen menschlichen Mann indischer Abstammung. Da die Überdachung um den Teich herum noch nicht vollständig repariert worden war, wurde SCP-354-6 sofort erschossen, bevor es entkommen konnte. Bereichsleiter Dr. hat seine Unzufriedenheit über die vorschnelle Terminierung von SCP-354-6 zum Ausdruck gebracht. Nachfolgende Untersuchungen ergaben, dass es sich um einen normalen Menschen gehandelt hatte. Daten beschädigt. SCP-354-14.
Der Großteil des Körpers dieser Kreatur blieb weit unter der Oberfläche des Teichs. 5 krakenartige Tentakel erhoben sich aus der Flüssigkeit und gelangten über die Mauer. Mehrere D-Klasse-Mitarbeiter wurden von den Tentakeln ergriffen und unter die Oberfläche des Teichs zurückgezogen. Nach massiven Schäden durch Schüsse zog sich SCP-354-14 wieder in den Teich zurück und verschwand. Es konnte kein von der Kreatur gepacktes Personal geborgen werden. SCP-354-15. Eine katzenartige Kreatur, die aus einer blau gefärbten kristallinen Substanz bestand, welche sich später als Eis herausstellte. Die Entität konnte über die Eindämmung springen und war agil genug, um den meisten Schüssen auszuweichen. Sie war aktiv feindselig und zerfleischte alle Mitarbeiter, die sich ihr stellten. Die Entität kämpfte mit SCP-354-16, nachdem diese aus dem Teich auftauchte, und wurde von dieser terminiert. SCP-354-16. Eine katzenartige Kreatur, die aus einem dunkelrot-schwarzen Stein bestand, welcher sich später als teilweise verfestigtes Magma herausstellte. Geschützfeuer erwies sich großteils als wirkungslos gegen ihre Haut. Entität verhielt sich nicht feindselig und versuchte nicht aus der Eindämmung zu entkommen, bis sie von SCP-354-15 angegriffen wurde. Entität terminierte SCP-354-15 und wurde daraufhin immer inaktiver, während ihr Körper auskühlte. Nach der vollständigen Verfestigung blieb die Entität bis heute regungslos. Aus ästhetischen Gründen wurde sie im Anschluss in das Büro von Dr. verlegt. SCP-354-18. Eine metallische, humanoide Maschine, die von mehreren D-Klasse-Mitarbeitern als Terminator bezeichnet wurde. Die Entität besaß eine Tarnvorrichtung, die es für menschliche Augen unsichtbar machte. Sie war sehr geschickt im Kampf und tötete fast 90% des Wachpersonals von Bereich 354, als sie sich durch die Einrichtung bewegte. Ungefähr 60 Minuten nach dem Verlassen des Teichs stellte die Entität die Aktivität ein und schaltete sich aus. Sie wurde demontiert und ihre Energiezellen wurden entsorgt. Ihre Überreste werden derzeit untersucht. Mitteilung vom Bereichsleiter Dr. Es ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir die Hilfe der Büchse der Pandora in Anspruch nehmen mussten, um mit den Dingern, die aus SCP-354 kommen, fertig zu werden. Abel scheint sich allerdings nicht zu beschweren. Man könnte sehen, dass er Spaß daran hatte, gegen SCP-354-11 zu kämpfen. Vielleicht sollten wir eine Art direkte Leitung zur MEK Omega 7 einrichten. Dokument 354-3-A. Logbuch der Erkundungsmission 354-Alpha. Persönliches Logbuch von Dr. Unsere Expedition zur Erforschung von dieser klaffenden Wunde in der Mitte Kanadas, SCP-354, wurde endlich genehmigt. Die Jungs aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben sich etwas einfallen lassen, das man nur als U-Boot mit einem Bohrer bezeichnen kann. Wir wissen, dass der Teich mit zunehmender Tiefe dichter wird, also vermuten wir, dass wir irgendwann nicht mehr weiter sinken werden, sondern nur durch Graben weiter vorankommen. Daher diese riesige Minenapparatur, die auf das Boot gesetzt wurde. Das Ding ist sowas von nicht hydrodynamisch sinnvoll, aber wir gehen hier nicht wirklich schwimmen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es auf der anderen Seite des Roten Teichs etwas gibt und genau wie beim Graben nach China müssen wir nur weit genug graben. Persönliches Logbuch von Dr. Hatte eine schöne lange Debatte mit O5 darüber, wer mitkommen darf. Ich wollte, dass MEK Omega 7 zum Schutz mit uns kommt oder zumindest SCP-076, aber sie werden es nicht erlauben. Trotz der massiven Schäden, die er weiterhin verursacht, halten sie ihn immer noch für zu wertvoll, um einen Verlust zu riskieren. Nicht, dass er, du weißt schon, unsterblich wäre oder so. Vielleicht hatten sie einfach nicht den Mut, ihn zu bitten, auf Entdeckungsreise zu gehen. Ackler, dieser Arsch, wollte, dass wir SCP mitnehmen, aber ich habe es nicht erlaubt. In der Akte steht, dass SCP gerade erst geboren worden war, bevor es zu uns durchgekommen ist. Es wäre also als Führer nutzlos. Es mag vielleicht nützlich sein, um uns zu beschützen, aber es wird durch die Tatsache aufgehoben, dass es Daten gelöscht ist. Es würde wahrscheinlich sowieso nur. Die Besatzung besteht außer mir aus 3 Agenten, 2 D-Klasse-Arbeitern, einem Geologen und einem Mann aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, der das Schiff steuern wird. Ich habe bereits alle ihre Namen vergessen. Erkundungsteam 354-Alpha, ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 1. Kein guter Tag, um eine Mission zu beginnen. Gerüchten zufolge gab es gestern Abend einen vollständigen Zusammenbruch der Verwahrung in einem anderen Bereich. Dann stellt sich heraus, dass innerhalb vom Bereich 354 aus dem einen oder anderen Grund kein Kaffee erlaubt ist. Und die ganze Mission endete fast in einer Katastrophe, als sich herausstellte, dass sie fast vergessen hätten, den zusätzlichen Treibstoff an Bord zu laden. Wer zum Teufel leitete die ganze Sache? Wie auch immer, wir sind jetzt unterwegs. Eine Weile lang hatte man das Gefühl zu fallen, aber jetzt bewegen wir uns viel langsamer. Marty, so heißt der Typ von der Entwicklungsabteilung, sagt, dass wir mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Stunde sinken. Anscheinend ist der rote Teich in dieser Tiefe verdammt dicht. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 2. Nichts Interessantes passiert, aber ich kenne inzwischen alle Namen.
Wir haben Marty, unseren Piloten, Agent Swanson, Agent Turquoise, Agent 86, Dr. J. MacArthur, Chris Simmons und Leroy Tucker. Whoop de freaking do. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 3. Gegen 4.30 Uhr änderte die Schwerkraft plötzlich die Richtung. Junge, Junge, das war eine lustige Art aufzuwachen. Wir steigen jetzt, anstatt zu sinken, was bedeutet, dass wir mehr als die Hälfte des Weges zurückgelegt haben. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 4. Wir sind an der Oberfläche. Durch die Bullaugen sieht man allerdings nicht viel. Es ist ziemlich dunkel, das bedeutet, dass es Nacht ist. Wir können noch nicht rausgehen, denn soweit wir wissen, könnte die Atmosphäre Salzsäure sein. Wir haben eine Menge Sensoren außerhalb des Schiffes, die einen Haufen Zeugs analysieren. Ob man die Luft atmen kann, welche Art von Bakterien in der Luft herumschwirren und einfache Dinge wie die Temperatur. Wir werden in 8 Stunden wissen, ob es für menschliches Leben da draußen sicher ist. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 5. Es stellte sich heraus, dass die Atmosphäre völlig sicher ist, außer dass es schon seit 28 Stunden Nacht ist. Was ist denn los? ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 6. Es hat endlich gedämmert. Die Sonne ist riesig und rot. Ich bin Biologe, aber ich weiß genug über Astronomie, um zu wissen, dass wir hier einen ganz anderen Stern umkreisen. Ist das hier ein anderer Zeitpunkt oder ein anderer Ort oder eine andere Dimension? Leroy vermutet, dass wir uns in einer anderen Ebene der Existenz befinden und ich denke, er liegt vermutlich am wenigsten daneben. Der Teich auf dieser Seite ist viel größer, eher wie ein kleiner See. Die Ufer sind auch definierter als auf unserer Seite. Wir nahmen ein aufblasbares Floß mit zum Ufer, Marty und Simmons blieben zurück und fuhren nach Norden. Der Boden hier oder zumindest um den Teich herum ist fast völlig frei von Vegetation. Das einzige Grün, das wir sehen konnten, war eine Art fusseliges Moos, das auf dem Boden wächst und eher wie eine Art Schimmel aussah. Der Boden besteht aus gräulich-braunem Schmutz, der wie eine Mischung aus Sand und Mehl aussieht. MacArthur sagt, es sei irgendein Mineral, aber ich habe vergessen, wie er es nannte. Ich habe halt erwartet, dass unsere gesamte Elektronik hier nicht funktionieren würde, aber das war tatsächlich nicht das Erste, was anfing zu versagen. Nach etwa 2 Stunden Wanderung über die flache, langweilige Ebene änderte der Kompass plötzlich die Richtung. Nun deutet er in die Richtung, die wir zuvor für Osten gehalten haben. Offensichtlich funktionieren die Magnetfelder dieses Planeten, ist es überhaupt ein Planet, nicht so wie unsere. Da wir nicht riskieren wollten, uns zu verlaufen, machten wir sofort Kehrt zurück zum Schiff. Ich hätte schwören können, dass der Rückweg weniger als halb so lang war wie der Hinweg. Morgen werden wir uns überlegen, wie wir hier navigieren werden, nur dass wir einen funktionsfähigen Kompass brauchen. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 7. Ich habe lausig geschlafen. Die Sonne ist nicht untergegangen. Nach meinen Berechnungen scheint der Tag-Nacht-Zyklus hier etwa 43,5 Stunden zu dauern, im Gegensatz zu den 24 Stunden bei uns zu Hause. Es wird etwas gewöhnungsbedürftig werden. Wir haben uns auf eine Navigationsform geeinigt. Erstens, wenn wir nur geradeaus laufen, um sicherzustellen, dass wir mit einer 180-Grad-Drehung wieder zum Schiff zurückkehren können. Solange wir also nicht auf so etwas wie einen unübersichtlichen Dschungel treffen, sollten wir mit dieser Taktik gut fahren. Zweitens hat Marty ein Funkgerät, ein Ding aufgesetzt. Ich erinnere mich nicht wirklich an seine Erklärung, aber solange wir innerhalb eines 1300 Kilometer Radius um sein kleines Ding herum sind, kann es uns genau sagen, in welche Richtung wir laufen müssen, um zurückzukommen. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 9. Wir machten uns ein paar Stunden vor dem geschätzten Sonnenaufgang auf den Weg, aber als wir zum Ufer kamen, fanden wir heraus, dass das grüne Moos jetzt überall war. Es war in der Masse deutlich gewachsen. Meine Vermutung ist, dass das Zeug im Sonnenlicht schrumpft und sich nachts ausdehnt, um Nährstoffe oder sowas aufzunehmen. Wir haben beschlossen, dass wir nicht durch das Moos laufen wollten, also gingen wir zurück und warteten auf den Sonnenaufgang. Die Sonne ging auf und wir machten uns wieder auf den Weg. Das Moosmaterial war wieder in seinem kleineren Zustand zurückgekehrt. Mir ist gerade bewusst geworden, dass es an diesem Ort überhaupt keinen Wind gegeben hat bisher. Das Ergebnis ist eine Totenstille. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass die allgemeine Leere dieses Ortes ziemlich beängstigend ist. Wir fanden ein Gebiet ohne Moosbefall in der Nähe und beschlossen, für die Nacht ein Lager zu errichten. Die Sonne ist immer noch am Himmel, aber es ist Zeit für uns Menschen zu schlafen, also nenne ich es Nacht. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 10. Irgendwann in der Nacht, die wirklich der Tag war, das wird verwirrend werden, wurden wir alle von einer Art Brüllen geweckt. Erinnerst du dich, wie der T-Rex in dem alten Film Jurassic Park klang? Das klang sehr ähnlich, groß und reptilienartig. Es war so laut, dass ich mir sicher war, dass das Ding, was dieses Geräusch machte, nicht mehr als 5-6 Meter entfernt sein konnte. Aber als wir alle raus aus unseren Zelten kamen, konnten wir nichts sehen. Das ganze Gebiet ist so flach, dass wir jede Art von Tieren im Umkreis von etwa einem Kilometer sehen würden, aber da war nichts. Verdammt angsteinflößend. Wir bauten das Lager ab und machten uns weiter auf den Weg. Nach einer Weile hörten wir auf, das Mooszeug zu sehen. Vielleicht wächst es nur um den runden Teich herum.
und der Boden wurde felsiger. In der Ferne scheint das Land hügeliger zu werden und ich glaube, ich sehe Bäume. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 11. Der Boden ist nicht mehr kahl. Wir bewegen uns nun über ein riesiges Feld mit schönem grünem Gras. Es sieht fast aus wie ein gut gemähter Rasen. Das Gras schien gewöhnlich genug, bis Turquois über einen Felsen stolperte, aufstand und seine Hände waren mit mehreren Dutzend blutigen Einstichen übersät. Anscheinend ist die Spitze dieser Gräser unglaublich scharf und durchbohrt leicht die Haut. Es ist kein Problem für unsere Foundation-Stiefel, aber wir alle müssen darauf achten, nicht hinzufallen. Wir kamen zu einem kleinen Bach wirklich nicht mehr als ein Rinser. Swanson schlug vor, dass wir unsere Feldflaschen nachfüllen könnten, aber Leroy und MacArthur wollten das Wasser zuerst überprüfen. MacArthur nahm einige Geräte heraus und verkündete nach ein paar Minuten, dass es sich hier nicht um Wasser, sondern um flüssiges Kohlenstoffdioxid handelte. CO2 ist bei diesen Temperaturen normalerweise ein Gas und auch sonst nie eine Flüssigkeit. Die Gesetze der Physik scheinen hier nicht richtig zu funktionieren. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 14. Er hatte seit ein paar Tagen keine Zeit, das aufzunehmen. Wir haben es geschafft, in ein Gebiet vorzustoßen, in dem spärlich Bäume wachsen. Das Gras dort war verwelkt und braun und nicht mehr scharf genug, um die Haut zu durchbohren. Die Bäume waren gewöhnlich, sahen aus wie Birken, aber die Blätter waren falsch. Irgendwann haben wir Swanson verloren. Dieser Ort ist so ruhig, dass keiner sich wohlgefühlt hat, Unterhaltung zu führen. Wir haben deswegen keine Ahnung, wann genau wir ihn verloren haben. Es gibt ein Zeitfenster von etwa 8 Stunden, in dem er hätte verschwinden können. Wir haben ihn gerufen, aber keiner wollte, dass wir uns aufstellen, um nach ihm zu suchen. Während der Nacht fiel ein Baum auf das Zelt von 86. Er wurde nicht verletzt und keiner der Ausrüstungsgegenstände wurde beschädigt, obwohl das Zelt nicht mehr reparierbar war. 86 schwört, dass der Baum nicht so nah gestanden hat, als er das Ding aufbaute. Und keiner von uns kann sagen, was den Sturz verursacht hat. Der Stamm ist einfach aufgerissen. Wir waren uns alle einig, dass wir von nun an unsere Zelte nicht mehr in der Nähe eines Baumes aufschlagen sollten. Am nächsten Tag, es war wirklich Nachtzeit, hörten wir das gleiche Gebrüll wie vor ein paar Tagen. Es klang genauso wie vorher und weder haben wir keine Ahnung, was das Geräusch gemacht hat. Und keiner von uns kann sich auch nur darauf einigen, aus welcher Richtung es kam. Dann fing es an zu regnen. Wir haben alle unsere Zelte für die Nacht aufgeschlagen, diesmal viel näher beieinander als vorher. Der nächste Baum war etwa 60 Meter entfernt. MacArthur bestätigte, dass es tatsächlich Regen und nicht irgendeine CO2-Scheiße war und wir richteten unsere Trichtersachen ein, um unsere Feldflaschen wieder aufzufüllen. Leroy spendete sein Zelt Agent 86 und ich bot an, meins mit ihm zu teilen, das etwas größer ist als das anderen Jungs. Ich fragte Leroy, was er da getan hatte, um als D-Klasse zu enden. Er sagte, er hätte ein paar Leute vergewaltigt. Ich glaube, er hat versucht, mich verrückt zu machen, aber wer weiß. Wie auch immer. Er ist einer der bravsten D-Klassen, die ich je getroffen habe, also glaube ich nicht, dass er mich im Schlaf angreifen wird. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 17. Gütiger Gott, der Regen hat endlich aufgehört. Alles ist klatschnass, auch wir, bis auf die Socken. Nach so viel Wasser würde man erwarten, dass es matschig wie Hölle ist, aber der Boden unter dem Gras ist kaum noch feucht. Vielleicht absorbieren die Pflanzen die Feuchtigkeit aus dem Boden besser als die zu Hause. Wir brechen wieder auf, vielleicht hat der Regen die Fauna geweckt. Sionsprotokoll, Tag 25. Was in der Ferne wie eine riesige Klippe aussah, puppte sich als eine künstlich gebaute Wand. Sie besteht aus rostigem Eisen und ist etwa 15 Meter hoch. Nach links und rechts geht sie weiter, als das Auge sehen kann. Ich habe keine Ahnung, wie dick die Wand ist. Wir kommen nicht drum herum, also müssen wir da drüber oder durch. Wir haben eine Lage für die Nacht aufgeschlagen. Morgen früh überlegen wir uns, was wir tun sollen. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 26. Leroy hat eine Art Schweißbrenner aus unserer Ausrüstung gebaut. Ich schwöre, dieser Typ ist der verfickte MacGyver. Wir haben ein Loch in die Eisenwand geschnitten, das groß genug ist, um durchzugehen. Es stellt sich heraus, dass die Wand nur ein paar Zentimeter dick ist, aber es gibt eine weitere Wand dahinter mit weniger als 30 Zentimeter dazwischen. Anscheinend hat dieses Ding mehrere Schichten. Leroy hat 8 von ihnen durchgeschnitten, bevor wir es schließlich auf die andere Seite geschafft hatten. Das Gras auf dieser Seite ist schwarz. Nicht verbrannt oder so, es hat nur eine andere Farbe. Und endlich gibt es etwas Wind. Ich hatte die Nase voll von. Es ist ein Fehler, war hierher zu kommen. Wir müssen sofort umkehren. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 39. Wir kamen durch die zweite Barriere und wieder an den seltsamen Ort in dem schwarzen Gras. Herbst ist, ich habe halb erwartet, dass Leroy das Loch versiegelt worden ist oder so, aber er ist immer noch da. Gott sei Dank oder wer auch immer hier die Show leitet. Ich glaube nicht, dass MacArthur die Nacht überstehen wird. Er hat viel Blut verloren. ET-354A, Missionsprotokoll, Tag 40. Als wir aufgewacht sind, war es mit MacArthur vorbei. Wir wollten es nicht tun, aber wir hatten keine andere Wahl, als ihn zu töten. 86 sagte, dass etwas zu Hause ihm helfen könnte und er hatte vielleicht recht, aber wir konnten es uns nicht leisten, dass er uns aufhält. Wir hatten nur noch ein paar Tage. 48.
Wir haben es zurück zum Schiff geschafft und nur noch ein oder zwei Stunden Zeit. Das Erste, was wir uns fragten, war, was zum Teufel mit Swanson, Turquoise, MacArthur und 86 passiert war. Als ob ein paar tote Teammitglieder unser großes Problem im Moment wären. Marty hat das Ding angeschmissen und wir sind auf dem Heimweg. Wir sinken ziemlich sicher. Ich hoffe nur, dass sie es nicht... beschädigt. Ende des Protokolls. Dieses Dokument wurde in der zentralen Foundation Datenbank gefunden. Eine solche Mission zur Erforschung von SCP-354 wurde bisher nicht vorgeschlagen oder genehmigt. Es existieren keine Aufzeichnungen von Personen, die in diesem Protokoll erwähnt werden. Der Ursprung des Protokolls ist unbekannt. Mitteilung vom Bereichsleiter Dr. Es ist 22 Monate her, seit die letzte Entität aus dem Teich aufgetaucht ist. Zuvor war der längste Zeitraum zwischen den Vorfällen 8 Monate. Ich vermute, das bedeutet eines von zwei Dingen. Entweder ist der rote Teich gestorben oder ausgeschaltet oder was auch immer der richtige Begriff dafür ist. Oder er ist daran aufzuladen, damit etwas Großes durchkommt. Die O5 glauben, dass Ersteres die wahrscheinlichste Erklärung ist und sie haben 30% unseres gesamten Personals zurückgerufen und 25% unserer Mittel gekürzt. Ich kann nur hoffen, dass sie richtig liegen. Sollte die zweite Option sich bewahrheiten, werden wir bald mit einer schrecklichen Monstrosität konfrontiert sein und wir werden nicht annähernd die Kraft haben, die notwendig ist, um damit umzugehen. Ich sorge mich um unsere gesamte Sicherheit hier. Dokument 354-4, Vorfallsbericht 354-20. Am Morgen von Daten gelöscht. Evakuierten alle Mitarbeiter vom Bereich 354 die Einrichtung. Das Personal schaltete jedoch auch den Strom im Bereich ab und nahm eine Reihe von Hilfsgütern und Fahrzeugen aus der Einrichtung mit, was darauf hindeutet, dass die Evakuierung nicht aufgrund eines Notfalls durchgeführt wurde. Das mobile Einsatzkommando Theta 12 wurde entsandt, um die Ursache der Evakuierung zu untersuchen und wenn möglich Kontakt mit den Mitarbeitern des Bereichs aufzunehmen. Bevor das MEK Theta 12 jedoch Kontakt mit Bereich 354 oder seinen Evakuierten aufnehmen konnte, wurde der Sprengkopf der Einrichtung vor Ort detoniert, was zur Zerstörung der gesamten Anlage und zum Tod von Daten gelöscht führte. MEK Theta 12 wurde angewiesen, Kontakt mit dem evakuierten Personal aufzunehmen und im Falle einer Feindseligkeit wurde die Genehmigung erteilt, unkooperatives Personal zu terminieren. Ein großer Konvoi von Fahrzeugen aus Bereich 354 wurde mit hoher Geschwindigkeit in südlicher Richtung von Bereich 354 geortet. Die letzten Audioprotokolle von MEK Theta 12 deuten darauf hin, dass der Konvoi aus den Mitarbeitern von Bereich 354 bestand und dass die Befehlskette vollständig zusammengebrochen war, wobei bewaffnetes D-Klasse-Personal und Forschungspersonal auf MEK Theta 12 feuerten. MEK Theta 12 wurde ausgelöscht und seitdem wurde kein weiterer Kontakt mehr mit dem ehemaligen Personal von Bereich 354 hergestellt. Dokument 354-5. Nach der vollständigen Zerstörung von Bereich 354 wurde an seiner Stelle der Rote Teich Eindämmungsstandort errichtet. Karten der neuen Anlage finden Sie unter und im Gegensatz zu der früheren Einrichtung, die sich auf die Erforschung und Neutralisierung von aus SCP-354 hervorgegangenen Entitäten konzentrierte, widmet sich die neue Einrichtung vollständig der Eindämmung von SCP-354 und von Entitäten, die aus ihr hervorgehen können, sowie aller unvorhergesehenen Fähigkeiten, die der Teich selbst erzeugen kann. Dies ist vor allem auf die Empfehlung des neuen Standortleiters Daten gelöscht zurückzuführen, der glaubt, dass die Ereignisse vom Vorfall 354-20 das Ergebnis eines psychischen oder mentalen Angriffs waren, der von SCP-354 selbst verursacht wurde. Dokument 354-6. Befragung bezüglich Daten gelöscht. Ist es in Ordnung, wenn das Gespräch aufgenommen wird? Ja, ist okay. Gut, gut. Also, beginnen wir am Anfang. Was ist im Roten Teich Eindämmungsstandort passiert? Im Rückblick scheint es seltsam, dass niemand zuvor vorgeschlagen hat, den Teich trocken zu legen. Dr. Vorschlag schien so eine gute Idee zu sein. Was genau war an der Idee so ansprechend? Es war eine Lösung. Dieses SCP... Ich habe gelesen, was in diesen Dokumentationen steht. Es ist ein schlechter Scherz. Es macht den Anschein, als hätten wir den Teich unter Kontrolle. Ich nehme an, das heißt, das haben Sie nicht. Wir haben eine Stahlbetonplatte über den Teich angebracht. Einen halben Meter dick. Und trotzdem, jedes Mal, wenn so ein Biest versucht hat, da durchzukommen, schafft es irgendwie ins Gebäude. Es sterben Menschen. Jedes Mal. Ich habe gesehen, wie... Daten gelöscht. Seine eigenen Innereien. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Anblick war, alter Mann? Und deswegen schienen für Sie und natürlich auch für die anderen Personen, die im Roten Teich Eindämmungsstandort stationiert waren, die Trockenlegung des Teichs eine gute Lösung zu sein, um dererlei Unannehmlichkeiten zu beenden. Unannehmlichkeiten? Dieses Ding ist nicht nur... Bitte, setzen Sie sich hin. Das Ganze hier wird protokolliert. Also,
Die O5s genehmigten die Trockenlegung von SCP-354. Und was geschah dann? Sie evakuierten das nicht notwendige Personal an einen Ort, der ein paar Kilometer entfernt lag, und ließen nur ein rudimentäres Sicherheitsteam zur Verteidigung und die Leute, die die Geräte bedienen, zurück. Hauptsächlich D-Klasse, plus ein paar Agenten, um die Dinge am Laufen zu halten. Und Sie waren einer dieser Agenten? Ja. Wie haben Sie den Teich trockengelegt? Die Techniker brachten dieses große Pumpending mit all diesen Schläuchen rein. Die haben die Platte zurückgezogen, aber... Aber? Hatten Sie jemals einen Traum, der so real wirkte? Aber Sie waren sich bewusst, dass Sie träumten und es fühlte sich an, als müssten Sie dringend aufwachen, um daraus zu entkommen? Das kann ich nicht behaupten. Doch, das haben Sie. Das haben wir alle. So hat es sich angefühlt, als Sie den Schlauch eingetaucht haben, um zu versuchen, den Teich abzupumpen. Alles hörte auf, sich real anzufühlen. Es war, als müssten wir sofort fliehen. Und Sie waren die Einzigen, die dieses Gefühl hatte? Nein, alle hatten es zur gleichen Zeit. Es kam aus diesem verdammten Teich. Bitte, sprechen Sie leiser. Was passierte, als Sie die Pumpen aktivierten? Das haben wir nie getan. Wir konnten nicht. Es hat uns nicht gelassen. Was hat Sie nicht gelassen? Der Teich! Bitte, ich bitte Sie, Ihre Stimme zu senken. Bis jetzt hat es sich damit begnügt, Monster auf uns loszulassen. Es hat mit uns gespielt. Aber jetzt haben wir es eingesperrt und wir haben versucht, es zu exekutieren. Jetzt ist es wütend. Wachen, bitte halten Sie Agentin fest. Mein Freund hat damals einen Ufer vermessen und mit den Fotos von den ersten Entdeckungen verglichen. Wissen Sie, was ihm dabei aufgefallen ist? Wachen! Es wächst! Der Teich wächst! Er wird von Tag zu Tag größer und stärker und jetzt haben die ihn wütend gemacht! Nehmt eure Hände weg! Er wird größer! Verlieren Sie sie! Wir werden das morgen früh fortsetzen, wenn sie bis dahin wieder bei Verstand ist.